Hallo Freunde des Spiegeltons, willkommen zurück in Cobalt City. Ja, wir haben zuletzt die Arkologie aufgebaut. Die ist fertig, es gibt zu wenig Strom, es gibt zu wenig Wasser. Nee, Wasser gibt's genug, aber Strom gibt's keinen. Womit wir da angelangt sind, dass wir jetzt einen strukturellen Wandel anstreben sollten. Wobei ich gerade, von der Straße her ist das echt... Sollten wir einfach versuchen... Ne, nicht Straßenbahn. Sondern hier das Stück Straße abzubauen. Aber es gilt trotzdem als Kreuzung, obwohl ich gerade reinbaue. Tja. Machen wir es einfach so wieder. Müssen wir gucken, was gibt's für verlassene Gebäude. Zu viele Opfer. Zu viel Verbrechen. Zu verkaufen. Zu viel Verbrechen. Brand. Ich glaube, das waren dann alle, die ich jetzt zerstören muss gerade. Nee. Fehlende Arbeit wohnt genau neben dem Kohlebergwerk hier. So. Das Klärwerk ist fast komplett ausgelastet. Wir müssen jetzt echt mal gucken. 2,5 Millionen haben wir. Wir müssen jetzt den strukturellen Wandel anstreben. Was bedeutet, Schmelzhütte brauchen wir nicht mehr. Verkaufen wir gerade nur irgendwas? Ja, Legierung und Metall. Beziehungsweise wir reißen mal eine Schmelzhütte ein. Behalten wir eine noch. Dann können wir die Kraftwerkproduktion mal ein bisschen umlegen. Ah, wir dürfen kein Rohöllager da hinsitzen, ne? Das habe ich befürchtet. Haben wir keine Handelszentrale. Nicht genehmigt. Das wäre nämlich der Umschlagplatz für Rohöl. Polizeirevier hat eh keinen Platz mehr irgendwo hin. Hauptsache die Straße ist super dicht. So, angeblich habe ich jetzt genug Strom für die Arkologie. Dann setzen wir mal den hoch, dann können wir nämlich hier oben locker mal zwei Ölkraftwerke hinbauen. Na komm. So, Lieferung aufs Übersee annehmen. Können wir nämlich gleich eins der Kohlekraftwerke schon schließen. Brauchen auch mal definitiv... ob der hier unten was bringt. Wenn wir den hier oben setzen, verbockt der mir auch alles. Müssen wir nachher mal gucken. Auf jeden Fall können wir ihn hier auch einreißen. So, Erze. Wie sieht das aus hier? Du hast irgendwann kein Erz mehr. Dann reißen wir dich nämlich ab. Weg mit dir. Kostet mich ja eigentlich auch nur Kohle. Die Casinos sind alle am Ende. So, dann reißen wir das Kohlekraftwerk hier unten ein. Die Arkologie läuft. Angeblich kriege ich jetzt Arbeiter und Kunden. Und Schüler und Studenten. Ach ja, wir können auch mal... Da hatte auch jemand angemerkt, wir können doch bei Bussen hier die Park-and-Ride-Geschichten noch bauen.
Problem ist natürlich, wird das überhaupt genutzt letztendlich? Da ist nämlich das eigentliche Problem, was am Ende dahinter steckt. Ich glaube schon wieder den Soundbug. Ein verlassenes Gebäude, wo denn? Okay, Grund zu viele Opfer. Das Recycling Center ist eigentlich auch Mist da oben. ...1900 nicht besetzte Jobs. Wir haben lauter Pendler von außerhalb. Das macht die Straßen auch so platt hier vorne. Die öffentlichen Verkehrsmittel werden kaum genutzt. Tja. Aber, wie soll ich es noch retten? Ich weiß es gerade leider nicht. Wir können hier noch ein paar Wohngebäude bauen. Ich habe nicht mehr so viele Touristen, wie ich sonst immer hatte. Aber das Luftschiff ist echt der Hammer. 76.000 Passagiere soll er von außerhalb schleppen. Das kann ja auch gar nicht sein. Wenn wir mal in Tourismus reingucken. 5.000, hohe Nachfrage. Ja, Transportmittel schaffen es nicht, alle Touristen in die Stadt zu kriegen. 155.000, wo sollen die herkommen? Naja. Erstmal bauen wir noch ein zweites Ölkraftwerk. Wenn der auch noch 600 Megawatt produziert, sollte das genug sein für alles, was ich so vorhaben kann. Was eigentlich, wenn ich jetzt die Metallzentrale abreiße? Vor allem nur 3000 fahren mit der Straßenbahn, ey. Na, da vorne bringt die mir sehr wahrscheinlich nichts, aber... Bekämpfe Verbrechen, Maxis Man. Oh, die Verbrechenzahl ist gesunken, ne? Nur noch 8 Verbrechen pro Tag. Aber ist auch nur noch Polizei auf der Straße. Gefängnis total überfüllt. Ja, wir machen die mittlere EK hier weg. Das kostet natürlich Einwohner. Und die laufen jetzt als Vagabunden beziehungsweise als Obdachlose rum. Na? Ich will nicht, dass hier unten irgendwas baut. Nein, ich möchte die Handelszentrale natürlich gerade nicht abreißen. So, die Fabriken oben laufen, dann können wir die Kohlekraftwerke abreißen. Richtige Problem wird gleich sein, ich werde hier nicht sofort mein Öl nachgeliefert bekommen. Wenn wir es hier unten setzen. Hier an der Seite ist auch Mist. Hier oben auch.
TV-Geräte an Intel verschickt. Ich denke nicht. Dann müssen wir den hier unten setzen. So, Öl. Ach so, Treibstoff ist das. Schön. Import. Zurzeit machen wir sogar noch Gewinn jeden Tag. Aber ich krieg die Geschichten bei mir nicht mehr voll. Verdammt, passt natürlich jetzt auch nicht dahin. Aber wo soll schon Flughafen noch hinpassen hier in der Stadt? Ah, größere Maps. Weg mit Gymnasium. Weg mit Kläranlage. Weg mit Pumpstation. Müssen wir alles gleich nochmal aufbauen. Aber irgendwo muss halt der dämliche Flughafen hin. Kann ich die Pumpstation auch lieber hier so am Rand setzen. So sieht das Ganze dann aus. Die Kläranlage können wir direkt daneben setzen. Halt Standard. Das war nämlich klar. Nach oben hin kann ich die nicht bauen. Zu wenig Platz. Aber so sollte es eigentlich passen. Na, für 4 Landebahnen reicht es leider nicht. Aber wir setzen auch mal ein paar Passagierterminals. In der Hoffnung, dass wir wirklich so ein paar Touristen noch in die City reinkriegen. Generell ist die Stadt da einfach am Ende. Da ist eh so ein Rumgegurke hier, ey. Ich glaube, Tourismus funktioniert. 39.000. Ja, jetzt ist das Casino wieder voll. Brrr. So, du brauchst definitiv nicht mehr Platz. Na, komm, komm, komm. Dann können wir dich nach da oben noch legen. Na, das Kohlebergwerk brauche ich jetzt auch. Doch, das brauche ich noch, ne? Hm. Obwohl, wir kaufen die Kohle einfach ein. Dann haben wir hier unten auch nochmal ein bisschen mehr Platz. Wir können hier in der Mitte auch mal den Kram wegmachen. Oh, da ist noch so ein kleines Stück geblieben. So, jetzt aber. Jetzt will ich ihn natürlich nicht abreißen. Obwohl, wird er vielleicht hier hinten reinpassen? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl es generell besser wäre, weil das hier in der Mitte ist einfach nur Kacke. Meine Einwohnerzahl sinkt immer weiter. Alle Jobs sind besetzt.
Toll, Meteoritenangriff. Meteoritenschauer. Angriff. Wo wird der große Brocken einschlagen? Toll, meine Schmelzhütte zerstört. Aber es trifft sich eigentlich ganz gut, weil dann werde ich die Produktion in der Schmelzhütte ändern. Nach, wie heißt? Nach reiner Legierung, weil die bringt mehr als das Metall. Vor allem bin ich jetzt wieder im Soundbug gefangen. Da habe ich jetzt aber gerade keine Lust drauf auf Soundbug. Mal einmal alles auf stumm. Alles wieder auf normal. Bleibt trotzdem. Weißt du, wenn ich Musik ausmache? Ist auch immer noch da. Was ist, wenn ich... Ach, keine Ahnung, was ich mache. Gegen den Soundbug müsste eigentlich die Karte neu laden. So, mal die kleinen Häuschen auch abreißen. Die bringen mir an der Stelle mich auch nichts. Boah, dieser Krach einfach. So. Roherzmangel, das kommt ja noch, oder? Noch haben wir ja Roherz. Einfach nur laut. Ja, deshalb mal eben woanders hinwechseln. Ah, okay, wir haben genug von allem. Ah, komm, ich lade mal eben eine andere Stadt ein. Laden wir mal kurz Intel ein. Weil sonst wäre ich wahnsinnig von dem ganzen Rumgejaule aktuell. Ach schön, hier ist es auch, das Geräusch. Da war gerade plötzlich irgendeine Stadt. Vor allem voll gut. Internationaler Flughafen freigeschaltet, weil ich jetzt einen Flughafen gebaut habe in meiner Stadt. So, Moment, dann spielen wir die letzten Minuten ohne Sound. So, wundervoll. Diese Ruhe, diese Entspannung. So viel dazu. Da ist das beste Flughafen, hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, vernünftig Touristen anzulocken. Ja, da unten passt natürlich nicht rein. Das war ja zu erwarten. Hier oben ist auch mehr schlecht als recht. Obwohl, hier kann ich dich hinsetzen. So. Ja, der Airport macht halt nicht viel, weil die anderen Städte haben keine Airports. So, was haben wir hier? Die Handelszentrale behalten wir erstmal noch. Metallzentrale behalten wir auch erstmal. Gar kein Sound, ist sehr irritierend auch. So, bam, 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 bam. Dann wollen wir mal Attraktionen bauen. Sci-Fi.
So, dann setzen wir mal Sci-Fi-Casino hier so hin. Was kannst du? Du kannst erstmal ein Casino-Schild machen. Wir machen aber hier den oben drauf. Vor allem, wir müssen gar keine Touristen, glaube ich, mehr anlocken, weil es gibt so viele, die hier gerne in die Stadt wollen. Und die kommen einfach nicht mehr, weil ich keine Möglichkeit habe, die in die Stadt zu transportieren. So. Toll. Auf der anderen Seite darf ich den nicht bauen. Starbühne. Soll ich mal was sagen? Das ist Kacke. Vor bei mir angezeigt wurde, ich könnte ihn hier bauen. Jetzt ist die Frage, liegt es an ihm? Nee, es liegt natürlich am Casino auf der anderen Seite. Da ist auch ran anlocken, ne? Nee, das Caps-Zimmer. Ah, 420 Gäste können bei dem auch rein. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Tut mir leid, ey, aber es ist einfach vom... Von der Position her passt das einfach nicht mehr. So, jetzt können wir auf jeden Fall auch mal den Polizeilandeplatz bauen. In der Hoffnung, noch mehr Verbrecher gefangen zu nehmen. Dann machen wir noch eine Zelle hier auf. Weil seht ihr, mir wird angezeigt, der kann auf jeden Fall da bauen. Aber in Wahrheit ist das gar nicht so. Setzen wir den mal so, weil wir müssen daneben auf jeden Fall noch Wald setzen. Um mal hier ein bisschen die Bodenverschmutzung aufzuheben. Verdammte Industrie. So, Transportwesen, Boote, Züge, Straßenbahnen. Ich kann hier oben immer noch keine Straßenbahnstationen bauen. Ist mir jetzt auch egal. So, Busse. Da haben wir eine Station, zwei Stationen. Das müssen wir hier auch. So, ist das auch geklärt. Dann können wir jetzt mal gucken. Ah, diesmal geht's auf beiden Seiten. So, daneben bauen wir den. Irgendwie kann der nur Hotelszimmer machen, oder? So, damit ist das Casino auch durch. Wir haben so viele Touristen in der Town, ey, ist so unglaublich. 1705 kostet der mich in der Stunde. Ist aber auch voll. Ich will das Handelszentrum und die Metallzentrale einfach abreißen, aber... Ich glaube, zurzeit wird mir das eher schaden als helfen. So, bauen wir noch einen Helikopter. Irgendwann muss ich ja alle Verbrechen eingedämmt haben. Sieht aber zurzeit leider nicht so aus. Aber der strukturelle Wandel geht voran. Vor allem langsam aber sicher kommen auch mehr Touristen über den Flughafen. Als haben wir hier auf dem Luftfahrtschiff. Kommen jetzt doch nicht so viele wie gedacht. Kommen wieder mehr über den Zug. Prrr,
Die eigentliche Frage ist, warum darf ich hier oben keine Station bauen? Das ist nämlich richtig kacke. Weil ich meine ganzen Leute hier nicht abholen kann. Mit den Bussen. So, jetzt können wir mal eben hier das Metalllager abreißen. Bam. Wieder ein bisschen Platz gespart. So, mein Öllager ist voll. Die müssen keine Rohöllieferungen international annehmen. Die kommen ja von hier unten dann. Tja, so sieht's erstmal aus, Freunde der Spielkultur mit der City. Irgendwie habe ich keine, wirklich null, null gar nicht und nichtig die Möglichkeit, hier noch irgendwen in die Stadt reinzuziehen. Echt schlimm, die Verbrecheranzahl. Keine Verkehrshindernisse, damit die Verbrecher nicht entkommen können. Tut mir leid, da kann ich jetzt gerade nicht viel dran ändern. Können natürlich hier den noch einreißen. Bringen wir aktuell aber auch nichts. Beziehungsweise doch, ich kann dann noch zwei Wagen für die Verbrechensbekämpfung aufbauen. Theoretisch, denn es geht nicht so wie gedacht. So, dann bleibt's erstmal so. Wir sind sogar im Plus mit der Stadt, was eigentlich faszinierend ist. Und es gibt kaum Trümmer. So, wir gehen jetzt nicht ganz durch. Aber Hauptsache, wir kriegen noch ein paar Arbeiter hier hinten reingepackt. Ja, und dann machen wir Ende für heute, oder? Für diesen Part. Dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play SimCity Online, Cobalt City, der strukturelle Wandel in eine Casino- und Spaßstadt. Es geht voran. Definitiv. Bis dann. Ciao. Euer Doc.